Weiter geht's mit dem wilden Ritt. Hier. Und die Ertrunkenen, die wollen wir ja noch irgendwie finden. Irgendwo. Ich frage mich die ganze Zeit, was diese komischen Dreiecke da sollen auf dem... auf der Minicar. Die tauchen einfach so auf. Oh! Ups. Esse Jondrein Edmeker. Was wolltest du? Heute hab dich nicht verstanden. Also ab in den Wald. Ist ja nicht so, dass wir da vorhin auch schon mal drin waren. Ab in den Wald. Oh, doch nicht. Okay, ich habe mich getäuscht. Ups, abgesessen. Moin. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Ach nein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Na dann. Hoffen wir, dass der Kollege mal nicht so weit gelaufen ist. Und ich jetzt nicht irgendwie die nächste Falle tappe. Hallo, Mislav. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Na toll. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen. Dazu reut zu spät. Noch ein Angriff. Na komm. Zeit zu sterben. Wollte was sagen. Zeit zu sterben. Aber ich hörte, da ist noch einer. Dreh dich auch tot. Kein Problem. Wenn es so unbedingt sein muss, dass ich dich ohne Schwert jetzt mag. Und das. Igni. Sind wir bereit? Ja, sind wir. Wer ist er denn? Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Schade um ihn. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Naja. Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt.
Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Naja, gut. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Naja. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Bitte. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Oh, schön. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Das wollen wir doch mal sehen. Er ist sicher seiner Sache ziemlich sicher, ne? Muss man ja mal so sagen. Dafür, dass er eigentlich mehr oder weniger tot ist. Ja, ich gucke mir gleich mal die Fähigkeiten. Ich hab's ja begriffen. Nichtsdestotrotz, Miroslav läuft mit uns durch den Wald. Oh. Hier war's. Das Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komm schon klar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Na dann. Dann gucken wir uns das doch mal an. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ach nee. Würde mich auch stören, wenn so ein Greif plötzlich antanzen würde. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Oh ja. Noch irgendwas Schönes hier zu sehen? Nicht? Ach hier. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ja, kann man so sehen. Ach, noch mehr Spuren. Ach Gott. Und weil es ja nette Nilfgaarder waren, haben sie uns natürlich eine Truhe hinterlassen. Also, auch zwei. Anfänger auf Bertus, umso besser. Nein, eine gute Sache. Nur die Frage, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Jetzt? Ah, okay. Ganz viele Fußspuren. Wo auch immer sie hinführen. Ich wollte doch sagen, ich muss doch irgendwie hochkommen. So. Noch mehr Fußspuren. Hey. Noch mehr. Oh. Wolfsbahn. Nichtsdestotrotz die Frage, wo sind jetzt... Okay. Okay. Mösch. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Warum hat der... Hat der Junge das nicht gemacht? Das ist doch doof. Wenn du die Halte dabei gelehrt hast, dich an Vorsprung auf der anderen Seite festzuhalten. Okay. Ach so. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Ach. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Nam, nam, nam. Und was ist das? Ein Greif? Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein.
Die Wunden untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Nicht gut. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Das könnte es erklären. Valina-Schwert. Seine Kerl ist nicht Majestät. Okay. Ein bisschen Geld kriegen wir auch. Was ist denn hier? Was haben wir denn schönes hier? Das ist jetzt nicht so viel. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Kann man so sehen, ja. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Ja. Lecker. Ich würde sagen, das Greifen lässt, hätten wir damit abgeklärt. Ist nur die Frage, wo jetzt hin? Okay, das ist ja nicht so lecker hier. Oh, was ist das denn da? Da ist ja noch ein Fragezeichen. Das können wir uns... Magie. Ein Ort der Macht. Das ist gut. Jetzt nur die Frage, was bringt mir das? Was bringt mir jetzt dieser Ort der Macht? Hat da jemand noch mal eine Ahnung? Ich weiß es gar nicht mehr. Was brachten einem diese Orte nochmal? So, 330 Schritte, das ist eine Menge. Gut, ich mache hier einen Cut und bin gleich wieder da. So, wir haben jetzt mit Wesemir geredet und haben mit ihm beschlossen, zusammen die Falle zu bauen. Viel mehr war in dem Gespräch auch nicht zu hören. Tut mir leid, dass ich es leider verpennt habe, euch den Zwischendialog zu geben. Wir müssen uns jetzt den Trank Donner erstellen. Jo, stellen wir uns her, kein Thema. Meistergegenstand erhöht die Angriffskraft. Jo, machen wir. So, das müssen wir jetzt natürlich noch im Inventar aufrüsten. So, genau. Da haben wir ihn. Wo ist unser Hexertrank? So, Taschen. Konsumgüter, richtig. So. Und schwupps. Auf geht's. Auf zur Flussseite und dann. Er war eines Tages verschwunden. Also haben verfluchtes die Leute Wild. Mir schon wieder die Rinde von den Seht mal, wer da läuft. Das ist unser Herr Wesemir. So schnell. Gott, los. Lauf mal ein bisschen fixer. Na komm. So, dann wollen wir doch mal gucken, wo wir dann hier die Falle aufbauen können. Da ist ein Wäldchen da hinten und da sehen wir ihn auch schon. Auf der Minikarte. So, Wesemir, dann wollen wir doch mal. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Ich bin immer bereit. Klar, jederzeit. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Ja, großartiges Versteck.
Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Na, großartig. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Da ist der Greif wieder. Auf geht's. Weißt du, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Last erhalten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Na dann mal los. Vorsicht! Wer will nochmal? Ach ja, da war ja was mit dem Zeichen. Vorsicht! Sturzflug! Versuchen wir es doch nochmal mit dem. Komm her! Ei. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wieso auch immer diese Stampfer da feiern müssen. Scheiße. Okay, lass ihn nicht entwischen. Mal schnell gucken, dass ich da irgendwas im Inventar hab. Irgendwas ganz Gutes, was jetzt mich jetzt weiterbringen könnte. Das wäre jetzt praktisch. So, irgendwie. Mich nicht. Oh, ach ja, die Charakterstufen, da haben wir ja noch was. Verteilen. Schnelle Angriffe, ja. Gehen wir drauf. Wähle eine Fähigkeit zum Klicke mit. Ja, warum kann ich das jetzt nicht? Okay. Okay, gut. Das hat mich jetzt noch nicht so weitergebracht. Inventar. Ich brauche irgendwas, was Essen bringt. Regiert Essen, Vitalität. So, was ist jetzt der Greif? What? Er ist weg. Das ist alles doof hier. Jetzt muss man schon alles rausholen, was hier irgendwie geht.
Nur um diesen blöden Greif zu töten. Los. Lauf mal ein bisschen schneller da. Kochen müssten wir jetzt können. Das wäre toll. Aber der Greif ist ja auch nicht gleich wieder da. Na komm her. Los, komm. Gib Gas. Dich mach ich platt. Und tot. Und nein, nicht tot. Aber jetzt solltest du endlich tot sein. Hey, hat nur ein bisschen gedauert. Aber macht nichts. Tot. Greif ist tot. Nach langer Zeit. Hey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Na dann. Ist ja auch nur ein bisschen anspruchsvoll oder so. Nein. Durchdrungener Straub, Greifenei, Greifenfedern, Greifenmutagen und der Greifentrophäe Relictio. Hau ab dat den Kopf. Da ist er, der Schnabel. Ohne Kopf.